Du suchst einen Befehl und weißt aber nicht, in welchem Register du diesen findest, dann gehe wie folgt vor. Stelle dich mit dem Cursor in eine Zelle in deiner Tabelle, klicke auf die rechte Maustaste, um in das Kontextmenü zu gelangen. Springe mit der Maus in den Bereich Menüs durchsuchen. Gebe einen Suchbefehl ein. Excel durchsucht jetzt alle Menüpunkte und bietet dir Vorschläge an. Wähle aus den Vorschlägen den Punkt aus, der zu deinen Wünschen passt. Bestätige mit OK. Jetzt wird die Tabelle entsprechend deiner Wünsche formatiert. Hat dir das Video gefallen und du möchtest kein Video von mir mehr verpassen, dann abonniere gleich meinen Kanal. Vielen Dank dafür!